Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games.de TV. Wir stehen hier immer noch in Hamburg auf dem Browser Games Forum. Jetzt ist bei mir Florian Brich von NeoBird. Hallo Florian. Hallo, grüß dich. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns kurz zu sprechen. Ich vermute mal, die meisten unserer Leser oder Zuschauer werden NeoBird noch nicht kennen. Erklär denen doch mal ein bisschen, was macht ihr? Ja, das ist richtig. NeoBird gibt es auch erst seit ungefähr 12 Monaten. Wir machen Free-to-Play-Browser-Games, aber nicht nur, sondern vor allem auch Mobile-Games. Und wir haben uns auch sehr im HTML5-Bereich angesiedelt. Unser Schwerpunkt sind Cross-Plattform-Spiele. Und wir besitzen ein proprietäres Backend, um Echtzeit-PvP-Spiele zu produzieren. Echtzeit-PvP, das klingt schon relativ anspruchsvoll. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Ja, der Clou bei Echtzeit-PvP liegt darin, dass wir das Cross-Plattform anbieten können. Das heißt, ein iOS-User kann auch in Echtzeit gegen einen Android-Spieler, in Echtzeit gegen einen Webspieler antreten. Dafür braucht man ein entsprechendes Backend. Das haben wir schon auf die Beine gestellt. Und diese Plattform, die vermittelt alle Spieler, das heißt, es gibt einen Unified User Pool, da sind alle erfasst. Man kann auch als Gast daran teilnehmen und so haben wir eine kritische Masse an Spielern, die gegeneinander in den Flash-Spielen antreten können. Kennt man eure Produkte? Wo finde ich die zum Beispiel? Momentan ist es so, wir sind noch ein sehr junges Unternehmen. Wir haben für einen Partner, für Spill Games, schon einen Titel produziert. Das kann ich euch sagen, das ist Bombit. Da gibt es einen Titel, der heißt Bombit Arena. Und der zeigt auch sehr schön, dass unsere Plattform auch soziale Features beinhaltet. Es gibt die Möglichkeit zu chatten. Ich kann die Spieler direkt anwählen. Es gibt Bonus, wenn meine Freunde gespielt haben. Insofern sind wir da schon ganz gut aufgestellt und werden da auch noch weiter dran arbeiten. Und NeoBird, wie groß ist das? Also wenn du sagst 12 Monate alt, dann fallt ihr schon noch unter die Kategorie Startup. Das ist so richtig, mit der Einschränkung, dass wir vorher auch schon für ein großes Unternehmen gearbeitet haben. Da waren wir eine 100%ige Tochter. Mhm. Das Verhältnis hat sich dann insoweit geändert, dass wir die Möglichkeit hatten, uns wieder auf eigene Beine zu stellen. Wir sind jetzt 10 Mitarbeiter und damit haben wir schon eine Größe, die uns ermöglicht, das zu tun, was wir wollen. Und gleichzeitig aber auch, sie gibt uns die Flexibilität aufgrund der kurzen Wege, sehr schnell auf den Markt zu reagieren. Deshalb sind wir auch in die HTML5-Richtung vorgestoßen. Und wie ist euer Unternehmen dann strukturiert? Welche Position hast du genau inne und was habt ihr sonst hauptsächlich an Mitarbeitern? Also das Unternehmen wurde von Martin Schiele gegründet. Er ist auch der Geschäftsführer. Ich habe die Rolle des Business Development Directors. Und Martin Kasper ist unser CTO, Chief Technology Officer. Und dann setzt sich der Rest des Teams aus Programmierern und Designern zusammen. Das heißt, wir sind so auch in der Lage, wirklich ein komplettes Produkt zu erstellen, ohne outsourcen zu müssen. Das hört sich ziemlich cool an. Das heißt, ihr macht auch alle Grafiken und Sounds alles selbst oder arbeitet ihr da mit Externen zusammen? Was die Grafiken anbetrifft, das wird in-house gemacht, weil wir da auch, das gehört aus unserer Sicht so nah zum Produkt und zum Gameplay, dass wir das nicht nach außen geben möchten. Bei Sounds arbeiten wir mit einem Freelancer zusammen, den wir auch schon seit Jahren kennen und wo wir einen Modus der Zusammenarbeit haben und wo wir auch gegenseitig zufrieden sind. Und woran arbeitet ihr zurzeit? Kannst du da schon drüber sprechen? Ja, ich kann sagen, dass wir für unsere eigene IP, da kann ich auch den Namen nennen, Spellcreepers, einen Publisher gefunden haben. Da arbeiten wir momentan daran, das Spielerlebnis noch zu vertiefen. Und gleichzeitig machen wir sehr viel im HTML5-Bereich. Momentan noch kleinere Spiele. Wir sehen aber auch technisch das Potenzial, da noch größere Titel aufzustellen. Spellcreepers, wie viel kannst du uns denn darüber schon verraten? Hört sich nach Fantasy an, ihr macht Echtzeit-PvP, was kannst du uns noch dazu sagen? Was ich zu Spellcreepers sagen kann, ist, dass es, wir nennen es ein Puzzle-RPG. Das heißt, es hat eine sehr einfach nachzuvollziehende Spielmechanik, bei der ich verschiedene Steine auf einem Brett verbinde, um Zaubersprüche auszusprechen. Und ich trete eben gegen andere Monster an, die sogenannten Spellcreepers. Ich suche mir vorher selber einen aus, den ich aufleveln kann. Und der Clou ist, es läuft eben auch über unsere proprietäre Plattform. Das heißt, es gibt die Mobilfassung für iOS und Android und die Webversion und die gemeinsam, die Spieler, die da sind, die können zum einen ein Singleplayer-Erlebnis haben und eben auch PvP gegeneinander spielen. Ah ja, cool. Also es wird auch, gibt Quests oder also gibt es eine Storyline oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Die Storyline ist das, woran wir gerade arbeiten, mit einer Map, wo dann auch der Progress der Freunde zu sehen sein wird. Und neben der Quest, übrigens das, was ich an Gold beispielsweise und Erfahrungspunkten in der Quest sammle, kommt meinem Charakter auch für den PvP zugute. Der PvP ist natürlich schon ein sehr interessanter Part, einfach weil ich von verschiedenen Devices aus in Sekundenschnelle andere Spieler herausfordern und besiegen kann. Ja, das ist das, was man dazu momentan sagen kann. Wann ist der Release? Geh mal von Q1 aus. Wir werden, denke ich, doch recht zeitnah auch dann sagen können, mit welchem Partner wir da im Boot sind, damit wir das professionell ausrollen können. Ja, wenn du Screenshots, Trailer und so weiter hast, schickst du sie natürlich zuerst an games.de, damit ihr sie zuerst sehen könnt, vollkommen klar. Na klar. Was ist, wenn man euch irgendwie unterstützen möchte? Eine gewisse Fanbase habt ihr ja sicherlich durch eure veröffentlichten Spiele schon. Wie können User euch unterstützen oder kann man euch auch direkt vor Ort unterstützen? Sucht ihr Mitarbeiter? Korrekt, ja, wir suchen Mitarbeiter, momentan insbesondere einen Software-Developer, also ein Coder. Da ist AS3 und Flash auf der einen Seite gewünscht und auf der anderen Seite ganz besonders Personen, die mit HTML5 schon Erfahrungen gemacht haben. Ich werfe da noch die Begriffe Hex und Flambé mit rein. Das muss aber nicht sein, da wir dadurch, dass wir ein kleines Team haben, auch sehr viel Informationen untereinander teilen. Also jemand, der zu uns kommt, der wird da auf jeden Fall gut aufgehoben sein. Wo seid ihr, wo ist euer Headquarter? Also das Nest der Neobirds ist in Nürnberg. Da war auch schon die vorangegangene Firma, die damals QForge GmbH hieß, auch beheimatet. Ich bin zwar kein Franke, ich fühle mich aber in der Region auch sehr wohl. Und es ist eine schöne Stadt mit einem weltberühmten Weihnachtsmarkt. Und insofern, also wir freuen uns da, wann immer jemand vorbeikommt. Wer sich über Neobird informieren will, www.neobird.de und www.neobirdgames.de, das sind die neobirdgames.com, sorry, das sind die Adressen, wo man sich einen Überblick schon über unser Schaffen und auch über unser Team verschaffen kann. Vielleicht abschließend noch die Frage, die meisten Online-Games-Companies hier in Deutschland sitzen ja in Hamburg oder Berlin. Was zeichnet Nürnberg als Standort aus? Gibt es da irgendwelche besonderen Förderungsprogramme oder sowas? Oder warum seid ihr jetzt gerade in Nürnberg? Also, wie ich schon sagte, eigentlich ist es historisch gewachsen, dass wir da sind. Man muss aber berücksichtigen, also es ist Bayern, hören die Franken nicht so gerne, aber es ist Bayern. Und das heißt, in Bayern ist die Landschaft schon gut. Ich meine, wenn du Hamburg und Berlin erwähnst, darfst München eigentlich nicht auslassen. Da ist auch viel Kreativität. Dann muss ich auch sagen, wir sind sehr zufrieden mit der Förderung in Bayern, mit den Möglichkeiten zumindest, auch mit dem Grad der Vernetzung. Es gibt in Nürnberg eine FH. Das heißt, auch das ist für uns wichtig, dass wir Kontakte zu Designern und jungen Programmierern knüpfen können. Es gibt einen Indie-Outpost Franken, den kann ich auch kurz empfehlen. Da haben wir auch schon Vorträge gehalten, da trifft man sich in lockerer Atmosphäre und da werden eben Vorträge zu bestimmten Themen gehalten. Also wir halten die Region für so gut, dass wir da unsere Eier weiter ausbrüten wollen. Sehr schön. Also wenn ihr Bock habt, bei neobirdgames.com reinschauen, euch an Florian Brich wenden oder an einen anderen Ansprechpartner da vor Ort und dann könnt ihr mitmachen bei Spell Creepers, dem neuen Game, das im ersten Quartal 2014 wahrscheinlich auf den Markt kommt. Vielen Dank, Florian, für deine Zeit. Ganz herzlichen Dank ebenfalls. Ich habe hier in Deutschland angefangen, damals mit Dota 1, unter dem Tag Chen Zen. Das geht um einen Roman, der damals in China geschrieben wurde über so einen Martial Arts Kämpfer. Ganz viele vertrackte Rätsel in Reinform und einige davon sind wirklich knifflig zu lösen. Da muss man sich manchmal ein bisschen mit den Mechaniken des Spiels auskennen. Und es gibt die große Chance für alle Spieler, die letztes Jahr nicht dabei waren.